Kann sie nichts machen. Oh, die stechen sich dann noch gegenseitig ab. Fast. Wir wollen da noch ein bisschen kurze, kleine, knackige Stecherei hier anzetteln, habe ich so das Gefühl. Oh, jetzt sicher, jetzt habe ich mir eigentlich sogar eher gedacht, dass da Hammerhead-Schläge. Ach so, deshalb schon wieder so elegant aus und wie Polizisten. Oder eher so wie 80er Jahre FBI-Typen. Nur die sind wenigstens schick unterwegs. Das muss man ihnen lassen. Also, das ist wenigstens was, wo ich da sogar neidisch werden könnte. Also, was ja nicht automatisch stehen würde. Also. Okay, dann haben wir wenigstens wieder alles ausgeräuchert. Dann können wir auch schon da rausgehen. Mama! Blood Der Rose. Kingpin hat einen Nachtclub? Alles nur Fassade. Dahinter verbirgt sich ein Lagerhaus, prall gefüllt mit seinen illegalen Besitztümern. Aber na klar. Beim Kingpin ist doch sicher alles Fassade. Für eine Fastfood-Kette. Weil er so fett ist. Auf geht's! Okay. Was wird die Sprüche lassen, lieber Dicker? Na? Immer elegant unterwegs. Weiß nur, was wollte sie? Das ist immer eine gute Frage. Na gut, Level 10. Ja, Captain. Ach so. Kaufen mit. Ja. Okay. Was bringt mir das aber? Gekauft, ja. Na und was bringt mir das jetzt, wenn ich es jetzt gekauft habe, den Charakter? okay. ja, das ist eh das, was ich will. Na, wenn du deine Gesundheit unter 30, nope. Wenn du eine Machtkraft triffst, erhältst du Schadensrate. Na, dann machen wir das mit, okay, Ablenkwert, aber kritische Trefferwert. Ah, dann nehmen wir das. Ah, das ist gut. Okay, na, da. Schadensrate. Angriffsgeschwindigkeit ist schon nicht schlecht, wenn ihr so bleibt. Schadensrate, gesunde Schadensrate. Ah, das ist nice. Wolverine-Füße. Lieferung. Herstellungen. Aha, okay, passt. Dann haben wir wieder ein bisschen. Ja, gehen wir mal zu den Buffs. Währungen und so alles drunter. Ja, was bringt mir das jetzt, dass ich eigentlich quasi gekauft habe? Vielleicht für das dann die Beta vielleicht zu Ende ist oder sonst irgendwas. Ich habe es mir jetzt nicht so genau durchgelesen. Sollte ich normalerweise schon tun oder so. Sollte ich vielleicht tun. Hey Leute, naja, die sind ja wenigstens schon mal ein bisschen besser dran. Also, die sind hier schon mit den Schrotflinten unterwegs. Also, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Also, sie wollen sich bessern. Also, naja, ist einer mit der Jagd. Du hast geil gemacht, Alter. Okay, der braucht schon auch ein bisschen. Muss ich noch währenddessen noch ein bisschen kurz heilen. Also, wieso nicht? Ja, der hat aber ordentlich gekriegt jetzt. Und ich hoffe, deine Stiefel. Au. Oh. Jetzt beginnt schon. Jetzt werden zu viel. Zerstören, ja. Ich würde lieber gern die Sachen halt verkaufen. Weil ich will aber auch so auf dieses Plätzchen dorthin kommen. Wo wir dann auch wenigstens eine Absicherung haben, dass wir dann wirklich. Na warte, wir können. Das ist nur, wenn man nicht speichern, wenn man einfach das Spiel verlässt, dann kommt man nicht mehr dorthin, wo man vorher war. Aber wenn wir das jetzt so machen,
weiß nicht, ob das jetzt noch mit so stufenmäßig da so abgeht. Schaut jetzt auch nicht so danach aus. Verkaufen, ja, ich würde gern ein paar Sachen. Wieso schaut denn die so geschissen? Okay, aber passt, ja. Ich will ein bisschen was lernen, wissen Sie, also. Sie könnten auch gern mal grinsen, also es ist sicher nicht so schwer auch mal zu grinsen, oder? Also für Sie, Ma'am, also. Ich glaub's doch, ist doch ein bisschen schwer für Sie, oder? Ja, glaube ich auch, ja. Na, das mit dem Grinsen, das, ich glaube, ein Lächeln am Morgen gibt's bei der nicht. Mensch, ich glaube, dann haben wir eh schon alles. Im Ernst, Bruce, ruf mich an. Ich kenne einen hervorragenden Therapeuten. Okay, wir haben 0, also wahrscheinlich vielleicht in-game Store. Was war bei der da gewesen? Ist da eine Stufe dabei oder so? Nee, auch nicht, aber da gibt's dann auch wieder was Eigenes. Okay. Ja, da gibt's ein Fragezeichen oder. Aha, vielleicht bei. Ja, da hätten wir es verkaufen müssen. Okay, gut zu wissen das nächste Mal. Schauen wir mal, also vielleicht. Okay, ja, viel Auswahl gibt es ja jetzt auch nicht. Also, nein, ja, ist aber auch gut zu wissen, wie das da jetzt mal abläuft. Aber auch schön zu sehen, dass es natürlich auch andere Leute gibt, wie Marvel gerne spielen und unbedingt wollten, auch unbedingt. Also, da sieht man wenigstens schon Stufe 1 und so alles. Und dann machen wir natürlich auch die. Da einer bitte nach dem anderen jetzt geht, also. Entschuldigung, das bringt schon. Einen auf den anderen, ja, den kümmert es überhaupt nicht, also den treffen wir dann einmal und so. Ja, geht schon. Und die anderen schauen nur deppert oder wie? Na, Zivilisten, dich hätte ich hier nicht erwartet. Oh, ja, daneben kämpfe ich gegen die ganzen Schurken. Banditos und so alles drum und dann und die. Ah, schön, dass du auch da bist. Ja, Org. Nice. Hätte ich überhaupt nicht gedacht, dass ich dich hier treffe, Mama. Überhaupt nicht. Oh mein Gott, da greift man sich ja nur das Köpfchen, oder? Na, stellt sich an, genau. Und daneben sind die ganzen Schurken. Habt ihr eh recht. Genau. Hättet ihr eh erschossen. Ist eh nicht so schlimm. Familie und so interessiert euch ja eh nicht. Na, überhaupt nicht. Einmal bitte ums Eins sammeln. Dankeschön. Fah. Na, kurzer spannender Punkt. Also, die haben sich wirklich einen guten DJ da ausgesucht. Also. Da würde ich auch feiern gehen, ja, und da draußen werden alle niedergeschossen, hat so, ja, ich tanze ein bisschen, genau. Und da werden natürlich genau im Hinterhof alle zusammengeschlagen, oder wie? Und da ist Kingpins Lager. Schaut gut aus, also wir sind da schon dem Ziel immer näher und näher. Natürlich alles. Du stöbern und alles damit an, also wir wollen dir ja nicht irgendwie was vergessen, weil vielleicht gibt es ja noch einen extra Lagerraum und dann sich dann vielleicht wieder ein Super Schurke verstellen. Weil wir haben ja schon den ein oder anderen Super Schurken. Ja, genau, egal. Wir haben ja schon einen der Super Schurken der Meier gemacht. Elektro. Man sagt aber trotzdem Elektro, aber hin und wieder, ja, da wird er trotzdem aber mit Elektra geschrieben, so und so. Ich glaube, das wird ihm sehr wenig interessieren. Ich glaube, der will nur Erfolg sehen. Also, kann ich mal gut vorstellen. Ich glaube, der will wirklich nur Erfolg sehen. Also, entschuldige, also, du bist immer ein Stück Scheiße. Du, wie werde ich das hier nichts ausrichten?
ja, siehst du eh, dass die ganzen anderen Truppen sind. Also, ja, was gut erwarten. Also solltest du wenigstens froh sein, von den Helden umgebracht zu werden. Oder Heldin in dem Fall. Ich habe es einsammeln, zack. Aber wirklich faszinierend, Alter. Richtig mächtig, die Dame. Also, das muss man schon sagen. Ging es jetzt zum Hulk oder habe ich mir total schwerer gedacht? Es kann aber auch sein, weil es die Beta ist und. Es ist aber so ja schon das 1.04 oder 1.4 sogar Update schon gerade schon draußen. Also, die geben da recht viel Gas. Da muss ich auch sagen, top. Also, bin ich wirklich. Boah, wenn die schon so patch. Aber. Seit dem ersten Tag läuft da alles richtig schön flüssig, also das ist richtig nice. Ich würde das sogar gern privat spielen, ich weiß nicht, ob man da sogar noch einen extra Account sich machen kann, indem man jetzt einmal so mit dem so haben und dann mit dem, weil ich würde gern mit Freunden so privat spielen, ohne dass ich das jetzt aufnehme, aber sowas wie, habe ich ja schon gesehen, S1, das kann ja vielleicht möglich sein, dass es vielleicht ja was extra gibt ja auch noch. Würde ich wirklich freuen, würde mich wirklich freuen, wenn es sowas auch geben würde oder wenn das jemand machen würde. Das wäre richtig nice, damit ich dann auch privat spielen, weil PSN, da gibt es halt leider immer nur einen Account und so. Da musst du halt dann extra auch noch zahlen. Ich will nicht extra zahlen. Das ist ja Arsch. Das ist ja Arsch, wenn du extra zahlen musst. Jetzt nur für ein Spiel, damit du dann Spaß hast oder so. Zahlt sich ja dann auch nicht aus. Ist ja auch schade. Und natürlich brauche ich alles einsammeln. Na, da werde ich mich dann ein bisschen mal umschauen, ob das geht, weil. Da will ich dann mal im anderen nehmen. So, geboren, geboren, genau der Schrotti im Start. Das war meine Hand, keine Schrotti. Das war meine Hand. Ja, das, wie läuft das eigentlich mit dem Koitus? Also nicht, dass da plötzlich die... ich sag nichts mehr. So, das mit der Hand und so. Wow. Ich glaube, da brennt was. Ja, tut mir leid, Schatz. Oh, alles verbrennt. Schaust aus dann wie Deadpool. Na, Hallöchen. So viele Waffen. Wir haben einfach wild um uns geschossen. Wenn ich du wäre, würde ich weglaufen. Aber ich bin ja auch kein Superheld. Wir sollen da drin sein. Oh! Ja, was gehst du? Jetzt habe ich genug davon! Okay, ja, ist ja nicht schlimm, wenn er vielleicht so ein bisschen so kleine Tittchen hat und so alles drum und dann ist er nicht mehr so schlecht. Also, wer weiß, auf was das so steht und so, aber. Weil, der ist einfach so ein bisschen so geschissen zeichnet, aber. Animiert und so alles drum und dann, aber. Bro? Die Stimme. Das geht gar nicht. Vielleicht eine andere Stimme oder so, weiß ich nicht schlecht. Das wird nicht zu ihm passen, aber ist jetzt auch nicht tragisch, also. Ist jetzt auch nicht schlecht. Jawohl! Diese Runde ging an uns! High five! Wie, ich krieg bloß eine kalte Schulter? Danke. Danach hatte ich gesucht. Au! Gib ihm! Heilige Weihnacht! Wer zum Henker war das denn? Er nennt sich The Hood. Die guten Namen waren wohl vergeben. Unterschätzt ihn nicht. Mit dem Cape unter der Kapuze kann er sich an jeden Ort der Welt teleportieren. Er gilt als ernsthafter Anwärter auf Kingpins Thron. Oh. Und weg ist. Oh, wie fies. Gute Arbeit, Leute. Wir haben Hood gerade den Schlüssel zur Übernahme der Stadt überlassen. Dazu kommt es nicht. Irgendjemand weiß, wo dieser Typ nachts sein Cape aufhängt. Fury muss davon erfahren. Naja, es gibt dann noch jemand, mit dem wir vorher sprechen sollten. So, Kingpin vielleicht. Wer weiß, wer weiß.
Oh, ja, oder auch mit ihr, so. Noch andere Vorschläge? Ja. Ja, nochmal auf Gas drücken, weil es mich das gefragt hat. okay, Gesundheit ist halt mehr, Schadensrate ist auch mehr. Kritische Treffer, dafür mehr Gesundheit und Schadensrate gegen Bosse. Ja, wieso nicht? Ne? Okay, Schadensrate und kritische Treffer. Ja, war leider nicht Angriffsgeschwindigkeit, aber trotzdem nehme ich mal das. Also, das kann man dann sicher vielleicht auch mal ein bisschen ausgleichen oder so. Okay, ja, na, dann nehmen wir uns das. Perfekt. Oh, nun, okay, ja, Schadensreduktion, Schadensrate ist dafür viel höher. Deine Medikit halte ich um. Zusätzlich 20% Gesundheit. Und sogar noch Ausweichen ist auch noch am Start. Und die Maske von Cape ist auch am Start. Kirin, Relikt und Artefakt, nice. Aber ja, wir haben sowieso eigentlich jetzt noch kein Artefakt, also ist es halt wurscht. Schurkenjagd, aha. Basisportal, okay. Jetzt geht es mir viel besser. Geht's jetzt da auf der Tafel von Leben und Zeit, sprich mit Ben Urik, okay. Achso, da geht's dann wieder zum Avengers Tower. Alles klar. Ich sollte vielleicht darauf hinweisen, dass du hier hin und wieder auf dich selbst treffen wirst. Deshalb. Was? Irgendetwas scheint der Realität einen Streich zu spielen. Ich habe mich verdrückt gehabt. Ich habe mich wirklich verdrückt gehabt. Ich hätte mir jetzt nicht gedacht, dass das möglich wäre. Oha, Alter. Urgeil. Du bist nicht Ben Urich. Und wo sollte die jetzt abkehren? Bist du? Ja, du bist aber meine Mission. Also, okay. Oh, du gut. Ach, hallo. Da steht aber Jessica Jones. Hi. Da. Okay, ich sehe Ben Urich. Oho. Nice, bin ins Bein. Cool. Ich glaube, weil die meisten auch den Spine nehmen, habe ich das Gefühl. Story? Kapitel 2 oder was? Ne, sind wir noch Kapitel 1 oder wie? Na, Nachtclub haben wir schon. Irgendwie. Und wartet zu Hause ein Mr. Marvel auf dich? Achso, ja. Hier ist Hill. Begib dich zu den Docks von Jersey. Ah, du siehst angespannt aus, Thor. Ich sage Bewölkung voraus. Bewölkung. Okay. Kapitel 2. Wir kommen.